Hallo und willkommen zurück zu Iron Harvest. So, die Mission Meisterschreiter steht an, dann wollen wir mal. Da kommen wir ja angedackelt. Ich wusste immer, dass mit ihm was nicht stimmt. Er soll im Wahn wehrlose Gefangene getötet haben. Aber Kaiser Friedrich kaltblütig zu ermorden? Die waren doch Freunde von der Akademie her oder so. Von Duisburg hat seinen besten Freund getötet. Hab ich gar nicht. Das war sein eigener Sohn. Da sind ja meine Hundchen. Ein Freund von mir lebt östlich von hier. Ich muss zu seinem Haus. Tag, Nacht. Ich will nur kämpfen, wenn es sein muss. Ich würde nur auffallen. Ihr seid meine Augen und Ohren. So werde ich bestimmt nicht abtreten. Neues Primärziel erhalten. Nee, das hofft man nicht. Ich will doch nicht schleichen. Guter Plan. Wir müssen doch einfach geradeaus, so wie das aussieht. Ich mach mich auf den Weg. Wir können natürlich auch hier rechts rum. Da ist zumindest eine schöne Kiste irgendwie voraus. Ja, lauf mal Erkundungsroute. Ja, lauf mal dahin. Was mich dort erwartet. Das ist ja praktisch. Ich mach mich auf den Weg. Nellentdeckung. Was macht das? Eiserne Faust. Führt einen kräftigen Schlag mit einer versteckten Klinge gegen ein Ziel aus, welcher Rüstung durchschlägt. Oh, das kann man eventuell mal gebrauchen. So schnell mich meine Beine zu. Ich nehme mich aufs Korn. Nein, wie haben die mich denn überhaupt gesehen? Straßensperre, das ist kein Zufall. Das hat er lange geplant. Da, ein feindlicher Truppenverband. Schnell. Ja, ich merke schon, dass die auf mich schießen. Ich beeil mich, Flucht ist keine Option mehr. Wo einer ist, kann ich fällen sie auf. Oh je, oh je. Ein leichtes Stier. Ja, ich glaube, ich bin ein leichtes Ziel im Moment. Kein von uns endet das hier. Ich teile mich. Höhen abhauen. Schnell. Oh. Eisenfaust. Ja, mal sehen, ob du überhaupt zur Eisenfaust kommst. Das ist keine Option mehr. Zum Glück bin ich so solide. Ja. Abhauen. Das läuft doch bis jetzt ganz gut. Schön abhauen vor den Feinden. Sollen die mich halt verfolgen? Nein, in die Rückenpanzerung. Lauf mal ein bisschen schneller, Kollege. Zeit hier mal aufzuräumen. Nein, 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 nicht aufräumen. Ist aufgeräumt genug. Erlaubt zu wählen. Das wäre das Ende gewesen. Warum überhaupt wählen? 1000 Jahre lang hat es doch auch ohne Parlament. Ach, ihr Vollidioten. Das hier im Grab. Ja, ja, aber nur für die anderen. Ich bin anscheinend sehr kugelresistent. Das gefällt mir. Schnell! Ach, verdammt. Ich gehe in Deckung. Wie der Windflucht ist keine Option mehr. Will ja auch nicht fliehen. Au, 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 au. Au, au, au. Hoch dir, mein Freund. Ja. Dass wir so viel aushalten, ist schön. Nein, wo muss ich denn hin? Bin ich denn bescheuert? Wieso ist das eine Sackgasse? Wieso ist das eine Sackgasse? Hast du das? Schaffst du nicht. Das ist Pech. Wo bin ich hier schon wieder reingelaufen? Attacke! Eisenfaust! Ja, ist hier in Ordnung. Ich hab die Straße verlassen und dann... Na also... Helfen mir meine Hundchen eigentlich? Kein von uns endet das hier im Grab! Ich halte den Kopf unten! Na komm schon. Das war definitiv die falsche Richtung. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Kann ich nicht. Schnell!
auf der Stelle. Na gut, dann müsste man wohl hier tatsächlich die Straße lang gehen. Man kann sich ja mal irren. Boah, das passiert uns öfter, glaube ich. Wieso sehen die mich denn immer? So fett bin ich doch gar nicht. Mal halten und los. Wie sprechen Sie mit mir? Ich bin Veteran. Du bist der Komplize eines Verräters. So sieht's aus. Los! Müller. Von Duisburg ist ein guter Mann. Ich weiß, was mit den Gefangenen war. Ich war dabei. Ihr guter Mann hat gerade den Kaiser erschossen. Los jetzt! Sie würden diese Lüge niemals glauben, wenn Sie ihn kennen würden. Wachen Sie auf! Sie werden benutzt, Sie... Nein, erschieß ihn doch nicht! Noch wer den Helden spielen? Ja, ich. Bastarde. Sie, Soldat! Scheiße! Sind Sie denn wahnsinnig? Das ist er! Feuer! Sie nehmen mich aufs Korn! Halt still! Eisenfaust! So sieht's aus. Weg mit euch. Meine Hunde können auch zubeißen. Alles in Ordnung? Kommandant von Duisburg, Gefreiter Schulze, unser Nachbar. Er diente unter Ihnen und meinem Vater. Er hat uns gewarnt. Die haben Befehl, alle festzunehmen, die zu Ihnen halten könnten. Schulze ist geflohen. Er hat viele gewarnt, aber es war zu spät. Mist. Martin, Gefreiter Schulze sagt... Auch die Schmitz und die Hubers sind verhaftet. Sie müssen ihnen helfen, Kommandant von Duisburg. Sie gehen mit ihrer Mutter über die Grenze und verstecken sich, bis wir kommen. Müller, sammeln Sie möglichst viele Leute. Wenn es geht, bewaffnen Sie sich und warten Sie jenseits des Flusses auf mich. Zu Befehl. Nein, Hans. Komm, Mama. Der Kommandant kümmert sich schon um Sie. Mhm. Oder nicht? Ich tue, was ich kann. Neues Sekundärziel erhalten. Dem geht's aber nicht gut. Zu Ende bringen. Ich mach mich auf den Weg. Kann man hier noch irgendwas looten? Ich glaube nicht. Hier auf rechts ist auf jeden Fall irgendwo eine Kiste. Also so viel Gesundheit brauche ich gar nicht. Gleich für später oder nach dem Kampf. Nein, ich muss jetzt tatsächlich hier durch. Los! Angriff! Ist keine Option mehr. Will ja auch nicht fliehen. Das ist schön. Komm schon, mach ihn platt. Mach den Mech platt. Komm schon, von hinten. Angriff. Komm schon, den Mech krieg mal platt und dann heilen wir uns hoch. Ich glaube, ich sollte aber mehr laufen. Komm schon, allein so einen Mech auszuschalten. Mit noch Unterstützung von einem Trupp da hinten. Das ist einfach klasse, was der Gunther hier leistet. Dieser alte Hund kann noch zubeißen. Ja, auf jeden Fall. So sieht das nämlich aus. Ganz schön bissig bin ich. Angriff. Triff doch. Triff. Ja. Unschön einsammeln hier. Kannst du das einsammeln? Ja, du kannst das einsammeln. Hoffentlich findet mal Brunhilde und dann haben wir diesen großen Mech, in dem wir dann hier rumtätzeln, tatzeln können. Ich mach mich auf den Weg. Das wäre praktisch. Hundchen nach vorne. Sieh dich mal um. Ich werde das hier zu Ende bringen. Auf der Stelle. Das sieht doch gut aus hier. Das sieht gut aus. Da ist es. Karl. Karl, wo bist du denn? Kann ich helfen? Oh, scheiße. Sie sind Gunther von Duisburg. Oh, Fräulein? Ja, bin ich. Was wollen Sie von meinem Vater? Ich muss ihn sprechen. Er hat etwas, das ich zurückbrauche. Brunhilde? Geht nicht. Ich arbeite noch an ihr. Wie bitte? Sie ist ein guter Mech, aber alt, ohne Wartung. Sie sind Ingenieurin? Richtig. Natürlich nicht offiziell, aber ich habe beim Besten gelernt. Hören Sie, ich brauche Brunhilde jetzt. Ich werde verfolgt und es könnte unschön werden. Ja, mit Brunhilde. Auch hinter Ihrem Vater her. Sagen Sie ihm das. Papa wäre sauer, wenn ich Ihnen nicht helfe. Sie sind der Einzige, der zu ihm gehalten hat nach...
dieser Sache. Das hat ihm viel bedeutet. Ja. Ich kann Karl nicht mehr in die Augen sehen, wenn seiner Tochter was passiert. Er ist seit 3 Monaten tot. Und Mist. Ich komme mit. Warten Sie. Nein, Karl. Er ist... Was ist passiert? Das wird mich jetzt auch interessieren. Wie lautet der Plan? Schön langsam, Fräulein. Wir kriegen Besuch. Primärziel abgeschlossen. Mehrere Feinde voraus. Und Hilde läuft perfekt. Zeit für einen Feldversuch. Ich werde gebraucht. Sie nehmen gleich Karl. Komm schon. Attacke. Sehr gut. Sehr gut mache ich das. Schön Attacke. Ja. Wie haben Sie das gelernt? Jede Frau braucht einen Zeitvertreib. Brunhilde ist meiner. Ich habe sie ziemlich aufgemotzt. Guter Zeitvertreib. Wenn alles so bleibt, wie es war. Nicht doch. Sie werden begeistert sein. Und ich bringe unterwegs noch mehr Systeme. Ja, das will ich hoffen. Die Artillerie war nicht verfügbar. Das ist eine lange Geschichte. Nicht wirklich. Sie haben doch nicht etwa Prinz Wilhelm getötet, oder? Mein Vater erzählte mir von ihren Unstimmigkeiten. Also, soll ich zuerst? Nein, ich zuerst. Wir müssen über den Fluss, bevor sie alles abriegeln. Ich sehe mich um, Sie bleiben hier. Und versuchen Sie bitte nicht, mich zu töten. Mal sehen, wie es läuft. Wie kann ich helfen? So schnell mich meine Beine tragen. Ja, könnt ihr nicht gemeinsam in Brunhilde? Ich werde das hier zu Ende bringen. Ja, das muss ich jetzt nicht jedes Mal sagen. Einmal kurz abchecken, was hier los ist. Ach, da ist der arme Mann, der umgeschossen wurde. Brunhilde, komm mit. Ja, das will ich auch hoffen. Kannst du das Haus angreifen mit eiserner Faust? Sieht nicht so aus. In Deckung. In Deckung. Brunhilde läuft perfekt. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. 100 Gramm? Nee, eher 100 Tonnen Eisen. Das habe ich wieder falsch verstanden. Aber die Synchro-Qualität ist eh nicht so gut. Deswegen liegt es eventuell da dran. Ich muss irgendwie Brunhilde wahrscheinlich dann noch reparieren. Erstmal hier das Haus aus Korn nehmen. Komm schon. Schön feuern. Au. Ich mache hier kaum Schaden. Au. Ihr werdet beide gebraucht. Komm schon. Feuert. Das sieht gut aus. Zerstörbare Häuser. Indem du eine Eisenfaust ausführst. Komm schon, Brunhilde darf nicht zu beschädigt werden. Sie wissen es nur noch nicht. Ich höre. Nur ehrenvoll. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Ja, wieder verstanden. Mensch, was ist denn heute los mit mir? Ich höre nichts und verspreche mich so oft. Na gut, das Haus kriege ich trotzdem platt. Könnt ihr einen alten Mann vielleicht mitnehmen? Mehrere Feinde voraus. Ja, das kriegt man hin. Das kriegt man doch hin. Ist doch sehr schön, wie das hier läuft. Nein, auf die Gegner. Komm, der alte Mann muss wieder raus und manuell hier nochmal nachzielen. Komm schon. Da ist doch nur noch einer. Ihr seid zu zweit. Ist ja gut. Laufe ich überhaupt in die richtige Richtung? Ich dachte, ich muss einen Fluss überqueren. Egal, aber wir müssen ja auch Leute retten. Und da geht's nun mal hier lang. Nein, ein Mich. Bomb ihn weg. Flucht ist keine Option mehr. Angriff. Ein feindlicher Topf. Deckung.
Komm schon. Ich dachte, ich krieg mehr Systeme von Brunhilde so langsam. Sehr gut, Eisenfaust hat ihren Job getan. Die Mörser sind aber nicht so meins. Komm schon. Komm schon, mach die Mörser weg. Eieiei. Komm schon, Brunhilde. Das sieht gut aus. Das sieht doch wunderbar aus. Hier liegt irgendwo Gesundheit. Die nehme ich am besten. Gesundheit. So, den lass mal kurz hochheilen. Und dann müssen wir natürlich hier das Wrack noch kurz einsammeln. Aber bis jetzt läuft es hier ganz gut. Gunther ist wirklich sehr robust. Ich werde das hier zu Ende bringen. Auf der Stelle. Ja, und dann, wo ist der Mech? Da ist er ja. Nein, jetzt ist es explodiert. Ich wollte es doch einsammeln. Ah, so ein Jammer. Naja, die müsste auch mal ein bisschen repariert werden. Würde ich jetzt behaupten. Wir gehen jetzt erstmal nach vorne. Haben einiges zu retten. Dankeschön. Genau, da warten sie bestimmt auf uns. Aber überstürzen wir es nicht. Ja. Ich halte die Augen nach Ärger. Oh. Ich brauche Artillerie. Ja, das hoffe ich doch. Mach die Mechs weg. Ich habe mich umentschieden. Mach die Mechs weg. Ja. Ich glaube, die Hunde oder Wölfe machen auch so Schaden. Ja, die greifen zumindest munter mit an. Komm, da ist doch noch einer. Wunderbar. Oh, das ist wunderschön, dass du perfekt läufst. Ich sammle hier mal Ressourcen ein. Nein, ein Truppenverband. Die werden gleich Verbände brauchen. Für ihre zahlreichen Wunden. Komm schon. Na also. Hunde, macht ihm den Gar aus. Er schießt auch mal drauf. Nein, trifft doch. So. Dann schickt man mal die Wölfchen hier hin. Oder Hunde. Sieht mehr aus als, sieht mehr wolfig aus in dieser Episode auf jeden Fall. Die Gesundheit braucht man, glaube ich, noch nicht. Vielleicht auf dem Rückweg. Hier muss ich mal kurz rein. Ich glaube nicht, dass Brunhilde da mitkommen kann. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Ja, Ärger voraus, würde ich mal sagen. Lauf voraus. Wie kann ich helfen? Gegnerische Einheiten gesichtet. Oh je. Ich mach mich auf den Weg. Ach, gar nicht so viele. Obwohl, hier gibt's eine Kaserne und Taubquartier und alles. Ei. Ein leichtes Ziel. Na, da bin ich mir nicht sicher, ob das ein leichtes Ziel ist. Von uns endet das hier. Ja, die geht von der anderen Seite wahrscheinlich dann hier rein. Kommt schon. Der Mech kommt auch. Das ist nicht gut. Nicht gut. Flucht ist keine Option mehr. Doch, Flucht ist immer eine Option. Für meine Kameraden. Komm schon, mach auf hier. Ich wusste es. Die haben sie wieder reingelegt, oder? Weil natürlich. Der kleine Dreckskerl. Hat er seinen Vater erschossen? Ja. Dieser Kleine. Seine Männer nehmen jeden fest, der ihnen gefährlich werden könnte. Los, such die anderen. Hey.
Wieso hat es jetzt unterbrochen, die Zwischensequenz? Habe ich zu viel auf einmal gemacht? Nein! Darf ich Sie daran erinnern, dass sie mitten im Umbau wieder in den Kampf geschickt wurde? Ohne Vorwarnung? Nachdem sie von einer Spitzenkraft monatelang liebevoll repariert und gewartet wurde? Was ist mit meinem Mac? Ich brauche Zeit, um sie wieder flott zu kriegen. Die haben wir nicht. Und ich brauche Öl. Das haben wir auch nicht. Ich sag Bescheid, wenn sie wieder läuft. Besorgen Sie mir Öl, ja? Neues Primärziel erhalten. Sie nehmen mich aufs Korn. Wie geht's weiter? Kämpft ihr für mich? Dann kommt nach hinten. Los! Ein Isegrim gegen mich, das gefällt mir aber nicht. Komm schon, mach den Isegrim fertig. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Komm schon, erst den Schreiter, dann den Isegrim. Au, 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 au. Sehr schön. Und jetzt schön einsammeln. Wir brauchen ja das Öl. Wir brauchen doch das Öl. Sturmtruppen bereit. Für den Kaiser. Nett, dass ihr Sturmtruppen seid. Also, stimmt ja, so hießen die. Hast du es eingesammelt? Nee, dann hier. Es bringt ja eh nichts, ihr sammelt es ein. Wie läuft die Reparatur? Knifflig. Das verstehen Sie nicht. Hey. Ach, kommen Sie. Mein Vater sagte, Sie verstehen nichts von Technik. Ich kann sie benutzen. Was ist mein Ziel? Das hilft ja teilweise auch. Nein, die greifen ja Brunhilde an. Komm schon, Kaserne weg. Hauptquartier egal. So, aber jetzt hier dringend helfen. Oh, kommt wieder klar anscheinend. So, wir brauchen noch ein bisschen Ölvorrat. Wo haben wir den denn? Bestimmt da oben irgendwo. Ich sehe hier auch zwei Ölfässer noch auf der Karte. Komm schon. Und da sind doch Männer. Aufregend. Ladet sie durch. So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall die besseren. Brunhilde und ich rücken aus. Ich glaube nicht, dass ihr ausrücken könnt. Na gut. Also, da haben wir bessere Waffen, vor allem gegen mich. Sturmtruppen bereit. Ja, ja. Solange ihr was trefft, ist mir ja alles recht. Schnell mich meine Beine tragen. So, wir müssen noch ein bisschen vorrücken. Da ist nochmal Gesundheit. Das wird für Gunther hilfreich sein. Lad dich hier mal auf. Oder vielleicht erst nach dem nächsten Gefecht. Ei! Sei doch kein Held! Rückzug! Was machst du da vorne? Oh! Erstmal die Kanone und mit der Kanone den Rest. Nein, der eine hat es nicht geschafft. Der hat sich nicht rechtzeitig zurückgezogen. Mensch, das ist aber eine interessante Kanonenstellung hier. Wir werden sie aufhalten. Halt, komm schon. Was ist mein Ziel? Ziel ist direkt vor euch. Na, komm schon. Wollen die Kanone drehen? Das ist aber dämlich. Solche Kaliber nicht ignorieren. Ja, deswegen ist ja gut, dass ich die gerade ausgeschalten habe, würde ich mal sagen. Mach die Feldkanone bereit. Ja. Die Feldkanone drehen wir dann hoffentlich auch um. Wo gehst du denn hin? Kanone einsatzbereit. Ziel wird angegriffen. Komm schon. Feldkanone, mach deinen Job. Aber ihr macht nichts gegen sie. Au, 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 au. Wie kann ich helfen? Wir gehen jetzt runter und die Kanone nehmen wir mit. Verschnell mich meine Beine. Halt die Kanone unter Beschuss! Ja, das sehe ich auch. Na, kommt schon. Das schaffen wir. Dieser Sektor ist vorerst gesichert. Nee, der Sektor ist nicht gesichert. Der fühlt sich nicht sicher an. Los! Komm schon.
Eisenfaust. Spucken Sie es aus. Was soll ich ausspucken? So. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Wirst du immer gebraucht. Was ist denn hier dann? Ist egal, wir nehmen erstmal die Kanone mit. Können natürlich hier auch auf die andere Seite erstmal gehen. Ich glaube, hier kommen wir zumindest auch durch. Das ist schön für euch. Könnt ihr die mal ein bisschen schneller runterschieben? Ihr kriegt die nicht runter. Oh Mann. Die ganze Arbeit für die Katz. Ich mach mich auf den Weg. Hier sind große Suchscheinwerfer. Guter Plan. Oh, der Plan ist gar nicht so schlecht. Schade, dass die Kanone nicht mitging. Frag mich, wie die da hochbekommen haben. Attacke! Sturmtruppen bereit. Zeig kein Gnade. Was auch noch Artilleriebeschuss? Ja, von da hinten. Attacke! Ziel voraus! Ziel voraus! Und jetzt schaltet die Artillerie aus. Da ist unser Ziel! Wir greifen an! Komm schon! Angriff! Ausschalten, bevor sie feuern können! Abhauen! Ja! Und schön einsammeln hier. Was ist mein Ziel? Liegt hier irgendwo Gesundheit? Dieses Gebiet ist jetzt sicher. Liegt doch hier irgendwo eine Kiste rum, so wie das aussieht. Ich sehe aber keine. Ich bräuchte die aber. Auf dem Weg. Irgendwo hier oben? Nö, also keine Ahnung, was mir die Karte sagen will. Ich sehe hier nicht, was da los ist. Dann mal los. Ah, das sind meine Einheiten. Ich dachte, die wären auch blau. Anscheinend nicht. Auf der Stelle. So, wir brauchen noch ein bisschen Öl. Wir sind bereit. Und am besten eine Box mit ein bisschen was zum Aufheilen. Hier wäre zum Beispiel eine Box, aber die liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich halte die Augen nach Ärger offen. Da ist auch noch eine Kiste. Ja, ich schätze mal Ärger direkt voraus. Zeig mir, was mich dort erwartet. Was benötigt das Imperium? Dann mal los. Raus damit. Komm schon. Wir müssen mehr Leute befreien. Abscheulich. Saxonia gefangen wie Tiere von anderen Saxoniern. Das ist genau, was ich brauche. Für Attacke! Jetzt sind die, seid ihr frei, greift an! Dieser alte Hund kann noch Ruhe essen. Flucht ist keine Option mehr. Angriff! Angriff! Helft doch, ihr seid frei! Sehr schön. Einmal aufheilen. Und da ist noch Öl, das ist wunderbar. Na gut, dann machen wir erst das auf. Sturmtrupp-Kommandant! Gott sei Dank! Was soll dieser Irrsinn? Sie sagen, der Kaiser sei tot. Sie nehmen Leute ohne Haftbefehl fest. Wir haben Schüsse gehört. Alles wird wieder gut. Na, der Kaiser wird nicht wieder lebendig. Versammeln Sie möglichst viele Menschen, die Friedrich und mir gegenüber loyal sind. Ihr habt ihn gehört. Wer nicht kämpfen kann, geht über die Grenze. Der Rest bleibt. So hab ich das nicht. Schön. Ein paar Feinde nähern sich. Nein. Können Sie was gegen die tun? Ich kann mich nicht bewegen, aber schießen. Mal sehen. Na, das kriegst du hin. Ich mach mich auf den Weg. So, da gäbe es auch neue Waffen, aber ich bin eigentlich gerade relativ zufrieden. Komm schon, rechts müsst doch noch ein bisschen. Diesmal bin ich mir fast sicher, dass hier eine Box liegt. Liegt auch. Oh, die Brücke sieht sehr wackelig aus. Ich mach mich auf den Weg. Wir versuchen es trotzdem. Ganz vorsichtig. Wilhelms Männer können überall lauern. Jemand hat auf mich geschossen. Hier drüben sind feindliche Einheiten. Ja, das klappt schon. Vorsichtig. Du schaltest die hier aus. Die anderen. Was ist denn los mit dir, Brunhilde? Sie haben ehrenvoll gekämpft.
Na, sie sind aber auch ehrenvoll gestorben. Komm schon. Hier sind zu viele. Ich glaube, hier brauche ich Brunhilde. Wir machen gleich einen taktischen Rückzug. Komm schon. Diesmal Gesundheit. Wir gehen zurück zu... Mist. Nee, ihr geht nicht rein, ihr geht zurück. So, dann wissen die schon mal, dass wir hier warten, um auf sie zu schießen. Das ist nicht sehr gut. Und dann wollen wir mal zurück zu Brunhilde, wo auch immer die gerade parkt. System im kritischen Bereich. Mist. Oh, hat sie nicht selber zielen können. Mist, wir hätten sofort zurückgehen müssen. Wir hätten sofort zurückgehen müssen. Ja, das hält sie nicht aus. Komm schon, schieß doch. Schieß doch. Komm, war hier nicht noch eine Box mit Gesundheit? Ihr braucht es. Ihr braucht es definitiv. Ihr geht schon mal vor. Komm schon. Oh, die regeneriert sich ein bisschen. Das ist wunderbar. So, ihr kommt auch so schnell wie möglich wieder hier hin. Oh, da gibt es auch noch Mörser. Lauft. Lauft so schnell eure Beine euch tragen. Etliche Feindeinheiten in der Schäme in kritischem Bereich. Oh Mann. Dann mal los. Wir greifen an. Wir werden sie aufhalten. Doch nicht von unten. Von oben. Ja, ich fürchte auch. Ja, kann sich immer noch nicht bewegen. So, aber bitte jetzt ausschalten hier. Bitte ausschalten. Das sieht gut aus. Da sind die Mörser. Ihr richtet keinen Schaden mehr an. Ja, das hoffe ich aber auch. Komm schon, das ist nur noch einer. Sehr gut, Mörser sind weg. Alle sind dein Ziel. Komm schon. Wie sieht's bei euch aus? Ach, ihr habt die immer noch nicht down. Komm schon, das ist doch nur ein kleiner Plepp da oben. Nee, dieses Gebiet ist noch nicht sicher. Ach gut, wir brauchen noch ein bisschen. Da ist die nächste Kanone. Attacke. Genauso wie ihr, Attacke. Sehr gut. Ja, Eisenfaust. Wird Zeit. Und ihr oben habt's endlich geschafft. Das ist doch wunderbar. Hui. So. Weil es so viel Spaß macht, kommt ihr da rein. Brunhilde läuft perfekt. Wie kann ich helfen? Auf der Stelle. Bereit für einen Feldversuch. So, und was nu? Ich bin doch jetzt schon zurück bei Brunhilde. Ah, jetzt triggert's. Das war knapp. Ja. Das tut mir aber leid. Die Menschen haben eine Vorstellung davon, wie es ist, wenn eine nur ein paar Zentimeter Eisen vor dem sicheren Tod bewahren. War es bei Papa auch so? Heute nennt man es Kriegszittern. Er war leider einer der ersten Zitterer. Er war kein Feigling, wissen Sie? Er war ein guter Mann, der es einfach nicht mehr ertrug. Egal, was die anderen sagen. Natürlich. Sollte nicht lange dauern. Haben Sie das Öl? Auf jeden Fall habe ich das Öl dabei, in meiner Gefängnisbrieftasche. Das flutscht so schön. Sie sind wirklich Karls Tochter. Das ist nicht alles. Der Mörser geht wieder. Oh ja. Es gibt einige Verbesserungen. Ich kann jetzt einfache Schäden an Brunhilde von innen beheben. Sehr gut. Zeigen wir Ihnen, was saxonische Technik alles kann. Genau.
Zeigen wir es in Saxonien. Primärziel abgeschlossen. Ich werde das hier zu Ende bringen. Brunhilde läuft perfekt. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Ich nehme, das werden wir brauchen. Auf dem Weg. Glaub mal, hier rüber, nee, das sieht nicht gut aus. Wir müssen aber trotzdem noch hier ins Dorf vordringen und die Leute retten. So, du hast alles gelootet, das freut mich. Ich mach mich auf den Weg. Warten auf Anweisung. Befehle. Ja, ihr könnt euch erstmal gesundheitlich verbessern. Und Hilda und ich rücken aus. Na, hier ist doch der Weg, glaube ich. Hier ist eine große Brücke. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Na, da wollen wir hin. Wie kann ich helfen? Sieht gut aus. Die Straße ist leider schwer zu erkennen, aber wir haben definitiv einen Weg, wo unser großer, schöner Mech auch durchkommt. Sobald er mal ankommt. Ich wünschte, ich könnte das Spiel jetzt irgendwie 2-3 Stufen schneller machen. Aber ich glaube, wir kommen ja dann durchs Dorf hier einfach durch, indem wir die Straße nach unten gehen. Das wird passen. Das heißt, der Weg, in den die Richtung, in die wir gehen, ist auf jeden Fall schon mal nicht die ganz verkehrte. Was will man denn mehr? Da wären auch neue Waffen gewesen. Was benötigt das Imperium? Aber lauft mal nicht so weit vor. Wir arbeiten uns vor. Ja, aber nicht so weit, haben wir ja gerade gesagt. Gut, und Brunhilde ist... Brunhilde läuft perfekt. Das ist sehr gut. Ah, solange sie stationär ist. Das heißt, wenn sie steht, wird sie wieder ein bisschen aufgeheilt. Das ist natürlich wunderbar. Ich glaube aber, wir können hier schon durch die erste Linie durchbrechen. Hier waren ja Kanonen, die müssen wir nur ausschalten. Gegner entdeckt. Und er ist nicht allein. Bisschen viel Kanone hier. Ganz vorsichtig. Wilhelms Männer könnten überall lauern. Sie sind direkt vor uns. Komm schon, Eisenfaust. Eisenfaust. Sag ich doch. Ja. Ist nie leicht. Sofort. Oh, wir könnten natürlich auch jetzt umrüsten, dass wir Brunhilde von außen reparieren könnten. Aber ich glaube nicht, dass das arg viel bringt. Wie kann ich helfen? Die Leute dürfen sich auf jeden Fall erstmal hochheilen. Wie läuft's, Brunhilde? So, Mitte. Wo sind feindliche Einheiten? Warum schon ohne Brunhilde will ich das eigentlich nicht machen? Komm, ihr wartet einfach kurz da. Oh, da ist ein Isegrim. Wenn ich unauffällig Leute einsperren wollte, würde ich es hier tun. Oh. Das ist aber nicht gut. Wo kommt ihr denn plötzlich her? Konzentrier dich erstmal darauf zu schießen. Komm schon ein bisschen weiter, der Mörser. Artillerieschlag ist nicht so groß, in so einem großen Radius verfügbar. Angriff! Oh, komm, mach ihn gleich fertig. Nein! So viel Schaden hat es nicht gemacht. Ausquartieren! Ihr schießt mal fleißig mit. Ihr schießt mal fleißig mit. Am besten in die Rückenpanzerung. Ja, ja, hier schießen irgendwie alle auf euch. Oh, Feinde, komm. Rückzug. Rückzug. Wir sammeln uns vor der Brücke. Ihr geht mal wieder rein. Hab schon. Das ist schön. Ihr sammelt da das Zeug ein und Gunther ist ja auch da. Na, das will ich auch hoffen. Sonst funktioniert das Sammeln nicht so, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Sehr schön, wird langsam hochgeheilt. Und mit langsam meine ich sehr langsam. Na also. Aber ich würde sagen, Brunhilde ist jetzt auch
wieder gesundheitstechnisch gut genug gestattet. Dreiviertel Leben, das sollte reichen. Komm schon, du bist unsere Vorhut. Bisschen schneller. Wundert mich nicht, dass sich diese Mechs nicht durchgesetzt haben im Ersten Weltkrieg bei uns. Erstens gab sie da noch gar nicht. Zweitens sind Panzer dann doch ein bisschen schneller und effektiver. Würde ich einfach mal sagen. Raus damit. Guter Plan. Na komm. Bereit für einen Feldversuch. 100 Tonnen Eisen auf dem Weg. Ein Glück ist die Brücke hier für 100 Tonnen ausgelegt. Wäre auch witzig, wird die einfach unter mir zerbrechen und die Mission wäre gescheitert. Das wäre mal ein Element, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Da ist ein Isegrim. Der ist aber für Brunhilde reserviert. Komm schon. Du läufst zwar perfekt, aber auch sehr, sehr, sehr langsam. Geh doch die Straße lang, du musst nicht mitten durchs Dorf. Na gut, hab nix gesagt. Ich hab nix gesagt. Luftlinie ist wahrscheinlich der effektivste Weg. Ja, die schießen irgendwie alle. Komm schon. Und ausquartieren. Und auf den Isegrim. Und da sind jetzt auch so viele. Wo kommt ihr denn her? Oh, das lohnt sich nicht. Eisenfaust abbrechen. Komm schon. Attacke. Der geht's ja echt nicht gut im Moment. Ach, da ist auch ein Geschütz vor uns. Artillerie. Ja, das nenne ich auch kritisch. Attacke. Boah, Brunhilde wäre beinahe draufgegangen. Wir arbeiten uns vor. Feldkanone bereit, ein paar Panzereinheiten zu erlegen. Ja, dann nehmt die mal ein bisschen schneller ein. Ich hätte die Schaufeln aufnehmen sollen. Ich hätte die Schaufeln aufnehmen sollen. So, sammeln mal das ein. Die liegen nicht zufällig noch irgendwo da. Ich muss Brunhilde unbedingt ein bisschen regenerieren lassen. Das sieht nicht gut aus. Und das Gefängnis ist da unten. Ja, braucht ihr nicht. Verlasst die mal wieder. So, ihr sammelt mal das ein. Ihr kommt mit. Wie kann ich helfen? Du hast schon eingesammelt, damit hast du genug geholfen. Lag hier nicht noch Gesundheit irgendwo? Ja, da vorne. Wir sind bereit. Ihr seid bereit. Hey, hören Sie auf rumzualbern. Befehle erhalten. Ich alber doch nicht rum. Ja, sammel dich hier raus. Das glaube ich auch. Ja, du musst dich hochheilen, das tut mir leid. Ich werde das hier zu Ende bringen. Dieser alte Hund kann komm schon. Könnte ich einfach da drauf schießen? Mist. Ich halte die Augen, dachte, ich könnte die so ausschalten. Und weiter geht's. Los jetzt. Los jetzt. Ich glaube, das waren alle. Natürlich. Dann darfst du einmal befreien, Gunther. Alles in Ordnung? Kommandant, ich wusste, Sie lassen niemanden zurück. Mhm. Haben Sie einen Feind des Throns genannt. Und ich habe gesagt, wenn Gunther von Duisburg ein Feind des Throns ist, dann bin ich das auch. Da haben Sie mich festgenommen. Sie wissen eben immer noch nicht, wann Sie den Mund halten sollen. Bringen Sie alle über die Brücke. Ich komme so schnell ich kann. Nein, wir kommen mit euch. Tut, was der Kommandant sagt. Hm, na schön. Sehr gut. Abgeschlossen. Wir sind bereit. Schön, dass ihr mit Waffen eingesperrt wurdet.
So, ich schätze, wir rücken dann einfach vor. Brunhilde braucht ein bisschen Zeit hier, um sich zu regenerieren. Da kann ich leider nichts machen. Da sind doch Stellungen. Geht hier rein. Nicht vors MG laufen. Nein, ihr Idioten. Sind das viele? Eiserne Faust. Sehr schön. Ich liebe diese Attacke. Nein. Truppe ist gefallen. Komm schon, Brunhilde, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Oh, da sind Schaufeln. Die rüste ich auf jeden Fall auf. Komm schon. Macht sie fertig. Da ist noch ein... Voltec heißt der, glaub. Der Mech. Oder? Nee, Wotan. Attacke. Und eiserne Faust. Komm schon, bevor wir draufgehen. Faust! Faust! Komm schon. Nein, die beschädigen mich. Sehr gut. So, du sammel... Au. Du sollst den Mech einsammeln. Kannst du das nicht mehr? Interessant. Ist wahrscheinlich zu beschädigt. So, ihr nehmt die Schaufeln. Und dann nehmt ihr Gesundheit. Da geht's dann nicht lang. Das ist gut zu wissen. Ihr seid bereit, dann... Nein! Repariert Brunhilde. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich gerüstet. Wir lassen die noch ein bisschen hoch heilen. Und dann kann es weitergehen. Oh, das funktioniert schon viel besser. Funktioniert schon viel besser. Von außen. Hätte ich gleich am Anfang machen sollen. Ich nehme an, ich werde gebraucht. Ja, ihr werdet alle gebraucht. Na, komm schon. Müssen es jetzt auch nicht übertreiben, aber vielleicht ein bisschen. Ja, könnt ihr euch glücklich schätzen, würde ich sagen. Gleich ist es repariert. Gleich ist es repariert. Können ja nicht verantworten, dass Brunhilde hier drauf geht. Ich werde das hier zu Ende bringen. So, ihr geht schon mal hinter die Brücke. Und das muss jetzt reichen. Ihr geht jetzt auch. Hopp, hopp, hopp. Raus damit. Da müsste ich geschützt sein. So, und ich schätze, wir müssen jetzt einfach nur geradeaus. Also, da werden wir sicher noch auf Gegenwehr treffen. Nein, lauf doch nicht durchs Haus. Das hat sie mit Absicht gemacht. Die war so schön auf der Straße. Ich glaube, das macht auch ein bisschen Spaß. Wären es jetzt nicht unsere eigenen saxonischen Häuser, wäre das vielleicht auch für mich spaßiger genug. Na komm schon. Brunhilde und ich rücken aus. Ja gut, wir gehen schon mal ein bisschen vor. Und meine... Oh. Das Schlimmste ist geschafft. Die Brücke liegt am Ende dieser Straße. Ich kämpfe Seite an Seite mit Gunther von Duisburg in Brunhilde. Papa würde es nicht glauben. Frieda, ich hätte von seinem Tod wissen müssen. Ich hatte in letzter Zeit kaum mehr Kontakt zu anderen. Sie hätten nichts machen können. Genauso wenig wie ich. Er hat den Spott der Leute nicht mehr ertragen. Wissen Sie? Sie oh je. Ich sagte, er soll nicht auf die Dreckskerle hören, so wie ich. Das tut mir sehr leid. Ich wünschte, ich... Still, was ist das? Weiß es nicht.
Oh, oh. Nein, weg hier. Los. Dann lass mich doch auch weg. Jetzt. Spiel hat lange Zeit nicht reagiert. Und im Entenmarsch voran. Kommt schon. Gegner entdeckt. Oh, oh. Abhauen. Abhauen. Ich mach mich auf den Weg. Na gut. Schnappt ihn. Sie nähern sich schnell. Achtet nur auf den Weg vor euch. Oh je, oh je, oh je. Komm schon, Brunhilde. Lauf! Kann doch nicht sein, dass wir schon wieder hier aufgehalten werden. Kann ich die Brücke hinter mir zersprengen? Komm schon. Brunhilde ist halt noch nicht da. Nee, das wollte ich gerade sagen. Attacke! Komm schon! Einfach vorwärts! Einfach vorwärts! Und ihr schlappen Soldaten kriegt mal eine Ladung Gesundheit. Und ihr nehmt Granaten. Grenzen kümmern ihn nicht! Sie vielleicht ein wenig aufhalten und den anderen Vorsprung verschaffen. Versucht nur durch meine Panzerung zu kommen. Ich dachte, wir könnten jetzt auch die Brücke hinter uns in die Luft jagen. Sieht doch nur nach Metall aus. Also außen Metall und innen Holz. Komm schon. Und Artillerie und Angriff. Eiserne Faust gegen Wilhelm. Komm schon. Komm schon. Granate muss hier rein. Rückzug, bevor ihr sterbt. Nein, Jungs. Rüber mit uns. Sehr schön. Also, wir müssen. Na, so geht's auch. Los, los! Suchen wir die anderen! Sehr schön. Haben wir es abgeschlossen? Dann erwartet uns natürlich wieder die schöne Videosequenz. Haben wir uns jetzt redlich verdient? Komm schon, ist hier in Ordnung. Fortsetzen. Ja, ist ja schön mit dem Fortschritt. Das interessiert mich im Moment gar nicht so. Ich will nur die Videosequenz. Und da kommt sie ja auch schon. Ich weiß, wir sind nicht allein. Stellen Sie eine Armee auf. Dann umzingeln wir Wilhelms Truppen und nehmen Dresden ein. Wie Cäsar damals Rom. Ich habe seine Armee gesehen. Die schlagen wir nicht mit Steinen und guten Absichten. Wir brauchen schwere Waffen und Max. Was ist Ihre Meinung, Fräulein? Dass sie bessere Wachen brauchen. Tag und Nacht hatten sie schon gewittert. Setzen Sie sich. Und danke für die Sache mit der Brücke. Ah, die war das. Prinz Wilhelm in Dresden zu bekämpfen, wäre das Ende der Stadt. Und sie haben vielleicht weniger Freunde, als sie denken. Sprechen Sie. Es läuft eine Desinformationskampagne. Sie verteilen Flugblätter, die sie als Mörder hinstellen. Und ihre Helfer als Rebellen. Sie kontrollieren die Presse. Noch heute wird Saxony lesen, Wilhelm sei rechtmäßiger Herrscher und werde von Feinden im Inneren bedroht. Er wird seine Landsleute bitten, ihm bei der Verteidigung Saxonys zu helfen. Und viele werden ihm glauben.
Oh je. Bis zum Abend werden alle, die ihn noch stoppen könnten, Parlamentsmitglieder, Richter, Offiziere, Gewerkschafter, verhaftet sein. Dies wird ein schwarzer Tag in der Geschichte Saxonys, in der Weltgeschichte. Das ist ein lustiger Truck hier. Schafe halten den Mund und ducken sich, wie sie es immer tun. Naja, nicht alle. Es gibt Menschen, die sich nicht verbiegen lassen, die ihre Menschlichkeit nicht preisgeben, um ihre Ruhe zu haben. Auf diese Leute müssen wir jetzt hoffen. Auch hoffentlich sind das auch genug. Das reicht aber nicht. Wir können nicht nur rumsitzen und auf andere zählen. Zurzeit wäre ein Einmarsch in Saxony ungünstig. Das stützt nur Wilhelms Märchen vom Land unter Beschuss. Jetzt ist nicht der Moment für offene Feldschlachten. Wir müssen im Verborgenen arbeiten, sowohl die Herzen als auch die Köpfe der Menschen gewinnen. Das gefällt mir. Wir haben die Wahrheit auf unserer Seite. Sie können nicht ewig lügen. Doch können sie. Aber zunächst wird alles noch schlimmer werden. Es ist schwer, ein Land zu destabilisieren mit schlagkräftigen Politikern, einer freien Presse, unabhängigen Gerichten. Aber all das gibt es nicht mehr lang. Wilhelm will sein Land vor Fenris beschützen. Aber stattdessen legt er es auf den Präsentierteller. Das Gefühl habe ich auch. 2000 Menschen stehen unter meinem Schutz. Sagen Sie mir, was soll ich mit denen machen, wenn wir nicht zurück können? Wir brauchen einen Rückzugsort für diese Menschen und alle anderen, die in Gefahr sind. Niemand wird uns aufnehmen. Sie fürchten Saxony und haben ihre eigenen Probleme. Nein, es gibt einen solchen Ort. Die Fabrik von Tesla. Er ist ein Gegner von Fenris. Er hat die Mittel, jeden abzuwehren, der in seine Stadt will. Und in der Glanzzeit lebten dort Zehntausende von Menschen. Na, das klingt eigentlich sinnvoll. Ein weiter Weg dorthin. Aber vielleicht ist das unsere einzige Chance. Und Wilhelms Armee? Sie holt uns in 1 bis 2 Tagen ein. Ich habe ihm alles beigebracht, was er über Taktik weiß. Aber nicht alles, was ich weiß. War ein kluger Schachzug. Sehr schön. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.